Bei uns Nico Kremmer, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 6:2, das sechste Tor von dir. Sag mal kurz etwas zum Spiel, bitte. Also ich glaube, dass es halt taktisch ein sehr geprägtes Spiel war. Ich glaube, dass wir mittlerweile wirklich in letzter Zeit sehr, sehr gut unser System spielen und dass Düsseldorf halt gar nicht damit klargekommen ist. Und ich glaube, wir müssen einfach so weitermachen und dann können wir uns auf alle Fälle oben in den Top 4 irgendwo platzieren am Ende der Saison. Ihr habt jetzt auch einige Verletzte gehabt. Der Festerling hat sich heute im Spiel verletzt. Wie sieht das so aus? Ja, natürlich. Also ich meine, aber alle Mannschaften müssen mit Verletzungen klarkommen. München hat viel mehr Verletzte zum Beispiel. Also es gibt keine Ausreden. Wir hoffen jetzt einfach, dass bei Festi nicht so schlimm ist. Sieht zwar leider nicht so gut aus, aber wir hoffen noch. Und egal, wie viele Leute wir haben, wir geben immer alles. Okay, danke. Bei uns Chris Sparre beim ersten Spiel. Hat es ja nicht ganz für Punkte gereicht. Du hast das aber dein erstes Tor gemacht. You got the first, your first goal in the new team. How do you feel? I mean, feels good to get the first one, of course. You know, it would have been nice to get the win. You know, but yeah, I guess if you're asking about the goal, I guess it feels good. But you know, like I said, we'll move on to Sunday here and hopefully get the win then. And how do you feel the first time after half a year to play in the first league in DAL? Yeah, I mean, I've played here a few years, so you know, getting back into it, obviously it's a little bit faster, and you know, plays happen much quicker, and the players are faster, and yeah, so you know, I'm used to it, but you know, I gotta obviously feel like it's a little quick now, so I gotta get back into the right game shape. Was erwartest du noch? What do you expect for the team for the rest of the season? I mean, like, I just got here, so, you know, I don't really have any expectations yet. You know, based on how they're doing in the standings right now from when I came here, I would say definitely be in the playoffs and, you know, make some noise when we get there. Okay, thank you. Good luck. Yep.